Was war denn jetzt, seitdem wir zusammengekommen sind, seitdem du diese Pakete anbietest, dein höchster Monatsumsatz? Wie viel Geld konntest du bis jetzt am höchsten einmal im Monat verdienen, nur mit Fitness? Ja, muss man zusammenrechnen. Was gut ist, dass die alle 5 Kunden gleichzeitig angefangen haben, also tun die gleichzeitig auch das alles kaufen. Und jeder von denen je 4.000 Euro, dann haben wir ja halt meinen Verdienst. 5, 6, 7, 8. Was geht ab? Ich bin's wieder, Pete. Herzlich willkommen zu einem neuen Erfahrungsbericht hier von uns. Diesmal mit der lieben Angie. Bevor es direkt losgeht, Angie, stell dich noch mal bitte ganz, ganz kurz vor. Ich bin die Angie, wie du schon gesagt hast. Ich komme aus Bayern, bin aber keine Bayerin, bin eine gebürtige Kroatin, bin 44 Jahre alt und Mutter von 2 Kindern. Und verheiratet natürlich, klar. Cool. Erzähl doch mal ganz kurz, bevor wir das Coaching angefangen haben. Ne? Einfach nur, wie lief so deine Woche, wie dein Tages-, dein Wochenablauf war, bezüglich deiner Kurse und deiner Arbeit? Ja, wie das so eigentlich abläuft. Ich stehe mal um 5 Uhr morgens auf, weil ich dann Kunden für Privattraining habe. Die kommen immer um 6, 7, 8. Und Gruppentraining habe ich auch 2-mal in der Woche. Und nach der Hit-to-Beat-Ausbildung habe ich zusätzliche 2 neue Kurse, mache ich auch eine Hit-to-Beat-Kurse. Die kommen super an. Also eigentlich kommt alles gut. Super an. Durch euch muss man schon sagen, da habe ich eigentlich sehr viel gelernt bei Hit-to-Beat-Ausbildung, wie man auch mit Kunden umgeht, neue Übungen, wie man das alles umsetzen kann, und wie man als Trainer auch funktioniert mit Kunden oder Teilnehmern. Cool. Ja, damit wir das nochmal ein bisschen besser verstehen, als ich dich getroffen habe und ich mit dir gesprochen habe, du hast ja auch die, wie du gerade gesagt hast, die Hit-the-Beat-Kurse gegeben. Dann hast du, glaube ich, auch kleinere Gruppenkurse für Frauen, glaube ich, war das auch, Genau. gegeben. Kannst du erklären, wie du dort ja quasi die Kurse auch angeboten hast? Hast du dich pro Stunde bezahlt? Waren das Zehnerkarten? Wo waren die Kurse? Waren die online? Waren die vor Ort? Also die Kurse waren klar, meistens nur für die Frauen. Also die Männer trauen sich eigentlich nicht so zu kommen, aber mittlerweile kommen die auch. Ich habe immer halt verlangt pro Stunde 15 Euro. Und irgendwann, durch euch, muss ich sagen, kam ich auf diese Zehnerkarte. Ich habe mich nie getraut, auch Leute anzusprechen, hey, hast du Lust, Zehnerkarte zu kaufen? Jetzt mittlerweile mache ich auch Angebote, Herbstangebot, kauft Zehnerkarte, 2 Stunden sind umsonst. Man mag nicht, man traut sich nicht, man will die Leute nicht irgendwie verlieren, weil die irgendwie auch alle gute Leute sind. Man kennt die auch, man ist befreundet auch mit denen. Aber bei euch habe ich gelernt, auch offener zu sein, auch wenn man befreundet ist mit Leuten, dass man sagt, hey, ich brauche das für mich eine Sicherheit, dann kommt es noch regelmäßiger. Und das ist auch der Vorteil. Da zahlen die auch gerne, weil keiner hat gejammert. Jeder war damit einverstanden mit der 10er-Karte. Wie hat sich das am Anfang angefühlt? Weil ich kenne das ja, viele bei uns im Coaching auch haben immer Angst zu verkaufen, auf die Leute dann zuzugehen und dann höhere Summen zu nennen. Ich gehe mal davon aus, wie teuer ist eine 10er-Karte bei dir? Wie viel bezahlen die dafür? Auch 150, die zahlen 15 Euro 150. Stunde, 150 Euro. Genau. Das war ja quasi der erste Schritt, sage ich mal, ne, wo man auch denkt, okay, man fängt an, sich pro Stunde zu bezahlen. Das machen ja die ganzen Group-Fitness-Instruktoren, ne? Ja. Und du hattest ja auch diese Ausbildung, hast dann an mehreren Orten die Kurse gegeben. Dann war ja der nächste Schritt, wie du gerade gesagt hast, die Zehnerkarten anzubieten. Hat man halt auch als Trainer höhere Umsätze, sage ich mal, und eine Sicherheit, dass die Leute eben konstant auch im Kurs bleiben. Aber dann hat sich ja auch noch mal was geändert. Und zwar, vielleicht kannst du das auch mal einfach in deinen eigenen Worten
sagen, wo da nochmal der Gedankenswitch kam, das auch nochmal zu ändern? Ich glaube, mit den Zehnerkarten, das machst du immer noch, ne, für deine Kurse, weil du gerne machst. Bin dabei geblieben. Aber da kam ja noch was dazu. Vielleicht kannst du darüber nochmal sprechen. Dann natürlich kam der Oberknaller, ein Päckchen zu verkaufen. Also eigentlich ein Sportprogramm für 3 Monate. Habe ich mich echt nicht getraut. Weil ich wollte auch nicht so arrogant rüberkommen, weil man kennt dann 4 Jahre lang die Leute. Und dann habe ich das so schon entwickelt, was ich gerne verkaufen möchte für 3 Monate lang. Und dann habe ich zuerst mit einem Kunden angefangen, den ich natürlich ganz gut kenne, mein erster Kunde. Der heißt doch Nummer 1. Der hat nicht seinen Namen, das heißt Nummer 1. Und dann habe ich mich darauf angesprochen, wie wäre das für dich, wenn wir so 3 Monate Pärchen machen? Und so, ja, was wäre dann dabei? Und dann sagt der Kunde, ich bin dabei, wie immer. Für dich natürlich immer live, dass wir zusammen trainieren. Und einmal in der Woche sehen wir uns mit Meditation. Ja, und dann habe ich eigentlich mein 3 Monate Päckchen verkauft. Mittlerweile haben die jetzt wieder alle verlängert, 3 Monate Päckchen. Also da sind so Stammkunden, die damit zufrieden sind mit eigentlich ganzer Umsetzung. Cool. Und wenn wir das jetzt so quasi mit dir besprochen haben, also wir sagen ja den Leuten immer, die sollen nicht immer Zeit gegen Geld anbieten, sondern eben ein Resultat, ein Ergebnis. Ja. Was war bei dir so der ausschlaggebende Grund bei den Kunden? Du hattest mir damals erzählt, dass die halt sehr viel Stress haben, wenig Zeit. Ich glaube, es sind Unternehmer, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, alle Geschäftsleute. Wie bist du auf die zugegangen? Also was hast du ihnen verkauft? Welches Ergebnis, wenn sie bei dir diese 3 Monate mit dir arbeiten, was war dein Painpoint, wo die gesagt haben, ja, die brauche ich, die Angie, das Produkt brauche ich? Das hat sich durch Hitte-Bitte so entwickelt, muss man leider so sagen. Die haben es natürlich mit jemandem Training gemacht, immer halt Krafttraining, ohne irgendwelche Geräte und Ausdauer. Und dann kam Hitte-Beat, dann habe ich natürlich das auch umgesetzt auf Hitte-Beat. Und dann ist mir aufgefallen beim Cooldown, dass die alle runterfahren, diese 15 Minuten, dass das denen sehr gut tut. Klar, mir auch sowieso, nicht jetzt nur für die. Dann natürlich durch unsere Calls und unsere halt Meetings habe ich dann festgestellt, okay, wir müssen irgendwann irgendwas entwickeln, irgendein Programm, dass wir es verkaufen, was gut für Kunden ist. Da die alle gestresst sind, genervt, gereizt, aggressiv eigentlich. Die sind wirklich alle so, die kommen schon um 6 Uhr morgens und um 7 Uhr morgens voll geladen zu mir. Da musst du irgendwie fast irgendwie runterkriegen. Dann kam ich auf Meditation-Thema. Und das war der Grund, dass die alle gesagt, wow, super, wir machen einmal die Woche mit dir Sport. Klar, Hit the Beat, weil es kommt gut bei an, weil es vielseitig ist, ist alles in einem mit Krafttraining und Ausdauer verbunden. Und noch dieser Cooldown, diese 15 Minuten ist für die, glaube ich, wie eine Bibel, weil wir alle runterfahren. Und einmal in der Woche treffen wir uns alle zur Meditation. Und das ist, wo die alle sagen, wir sind wie neugeboren. Die gehen einfach morgens in die Arbeit, die sind entspannter und ruhiger, aber die bekommen auch Aufgaben von mir. Wir tun einmal in der Woche zusammen trainieren und jeden zweiten Tag müssen die alleine trainieren. Mit Beweisvideos für mich, dass ich das sehen kann. Ich mache immer so kurze Videos, wenn was unklar ist, dann macht er auch Videoaufnahmen davon und sagt, Angie, das ist so doof, ich kann es nicht nachmachen, wie war das noch einmal bei uns? Aber die haben sich körperlich sowieso, die waren körperlich alle super sportlich. Aber jetzt sind die viel beweglicher und Body von denen ist einfach noch athletischer geworden und ruhiger. Cool, also sind auch die Kunden auch zufrieden? Sind die auch. Weil sonst würden die, für meine Meinung, würden die auch nicht so lange bei mir bleiben und die würden jetzt nicht diese 3 Monate Päckchen noch weiter eigentlich verlängern. Hm. Also eigentlich bis im Dezember haben die das schon alles jetzt gebucht. Also man kann auch sagen, jetzt das Paket, was du anbietest, ist eine sehr individuelle
Betreuung mit einem höheren Wert. Und jetzt kommen wir auch ein bisschen zu dem Wert zu sprechen. Kannst du mir sagen, was sich da verändert hat? Na, also 15 Euro pro Stunde hast du verdient. Dann hast du angefangen, Zehnerkarten zu verkaufen. Ne? 10 mal 15 Euro, 150 Euro hast du dann pro Person verdient. Mhm. Und was ist jetzt passiert? Was war jetzt die nächste Stufe für 3 Monate? Welche Umsätze hast du da erzielt? Wenn du Päckchen verkaufst, dann verkaufst du was Gescheites dafür, zwischen 2.000 oder 4.000 Euro. Obwohl du da am Anfang jetzt ein bisschen, sag ich mal, Angst hattest oder Hemmungen, ne, haben wir dich ja in Anführungsstrichen dazu mal gezwungen, sag ich mal, sowas zu machen. Ja. Wie fühlt sich das denn jetzt an, solche Summen auch zu bekommen? Also wie ist das vom Gefühl her? Hat sich da auch nochmal was verändert bei dir? Ja, unfassbar. Irgendwie ein bisschen auch komisch. Am Anfang denkst du, interessant, dass jetzt so viel da Geld ist. Ja, also ist jetzt nicht, dass ich mir keine Ahnung jetzt was kaufe. Man geht anders damit um. Vor allem jetzt bei so einer Situation, wie wir gerade sind, bei uns in Deutschland. Es ist schön, du weißt es, du hast alles da. Du kannst dir natürlich mehr gönnen. Also ich alleine für mich. Dass ich jetzt nicht zu meinem Mann rennen muss und sagen, du, ich bräuchte das jetzt oder für die Kids irgendwas kaufen, was jetzt doch extrem teuer ist, frage ich gar nicht. Gehe ich, kaufe ich, erledigt. Man ist freier. Cool, ja genau, darauf wollte ich so zu sprechen kommen. Wenn man jetzt, wie viele Kunden betreust du gerade? Privatkunden 5. Cool, wenn ich mal, jeder kann sich ja jetzt selber ausrechnen, 4.000, das ist ja nicht gerade wenig Geld. Und wenn du die da so schön strukturiert betreust, heißt das ja auch für mich mehr Freizeit. Ja, ist es ja auch. Man muss aber richtig Freizeit einplanen. Ja, freut mich auf jeden Fall zu hören, dass sich das so geändert hat. Und du sagst ja, alle 5 Kunden, ich weiß nicht, wie viele von diesen 5, die verlängern auch. Das bedeutet, dass sie ja auch zufrieden sind mit dem, was du tust. Auf jeden Fall. Das ist der Vorteil. Wenn man gute Kunden hat und du selbst auch das alles verkaufen kannst und gut trainieren kannst mit denen, die zahlen gerne dafür. Und hast du auch das Gefühl, das sage ich nämlich immer auch meinen Kunden, die ich jetzt auch coache in unserem Masterlevel, dass wenn man auch eine höhere Summe verlangt, das Commitment der Kunden auch größer ist, dass sie dann auch ein bisschen disziplinierter sind, anstatt wenn sie dann nur 50 Euro bezahlen. Ja. Hast du da auch was gemerkt, dass sie auch die Workouts dann auch machen? Doch. Ist aber auch so. Die schätzen das. Die zahlen dafür und du bist aber wertvoll auch dafür, was du tust. Am Anfang waren die unsicher, weil ich eine Frau bin, muss man auch so sagen. Kommt eine Blondine da und stellt sich da von einem 2-Meter-Kerl und sagt, jetzt mache ich dich mal fett. Da denken sie auch so, ja, lache ich mich zu Tode. Aber mittlerweile, da ist so ein Respekt, was die dann haben, wenn die mich schon anschauen, wie die zuhören. Die schauen dich dann so an und die machen nach alles wie ein kleines Kind. Früher haben sie so geschämt. Jetzt, wenn ich sage, mach das, dann machen die das, auch wenn es doof manchmal aussieht, wenn die das eine Übung nachmachen, vor allem beim Hit-to-Beat am Anfang. Aber jetzt dieser Geiz und der Wille, das gefällt mir wirklich bei Jungs, weil die das gerne machen. Und die sind offen, die reden mit dir über alles. Privatleben, Eheprobleme, Kindererziehung. Du bist für die eigentlich alles. Ja, genau so habe ich mir, also als ich damals noch viele Personal Trainings gegeben habe, als Fitnesstrainer beziehungsweise Fitnesstrainerin, weiß man ja, klar, du betreust die Menschen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und das machst du ja hauptsächlich durch Sport, auch durch Ernährung, in deinem Fall ist ja auch Meditation dabei, trotzdem weiß man natürlich, dass man ja mehr ist als nur ein Trainer, ne? Ich will jetzt nicht übertrieben sagen Freund oder Freundin, aber man ist schon sehr nah bei den Menschen, kennt die Probleme und hat viele Gespräche, vor allem wenn es um Stressreduktion geht, da ist es halt nicht nur Sport. Also ist es definitiv das Geld wert, weil es, ja, du verkaufst ja auch am Ende eine Transformation, eine Veränderung. Ne? Ja. Und das ist ja natürlich viel, viel mehr wert als 15 oder 100 Euro die Stunde. Ja. Und das merkt man ja auch in dem Fall, dass die Leute da bereit sind, dann, wenn sie das spüren
dass du der Experte bist, der ihnen dabei hilft und das möglich ist, wie du es gemacht hast, ja, dass sie dann auch dabei bleiben. Noch eine Sache, die vielleicht für mich auch sehr, sehr interessant ist oder wichtig ist, jetzt in dem Coaching. Was war so der Moment, wo bei dir auch so ein Umdenken stattgefunden hat? Also im Coaching, wo du sagst, jetzt glaube ich dem Peter, der Samim ist ja auch dabei. Ich mache das jetzt mit diesen 3-Monats-Paketen. Ich verkaufe das für einen sehr hohen Preis anstatt nur 10er-Karten. Was war so der ausschlaggebende Punkt? Ich habe nur Mut gebraucht. Und das war, glaube ich, bei mir mit 5 Wochen, dass ich einen Zettel genommen habe und habe gesagt, gut, Computer brauche ich jetzt nicht mehr, ich muss mich mit mir selbst befassen. Und dann habe ich angefangen, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Das war's. Ja, bei vielen Menschen ist das ja auch so am Anfang oder was heißt bei vielen, fast bei den meisten, am Ende ist es nur ein falscher Glaubenssatz, ne, dass die Leute wollen nicht bezahlen, es ist zu teuer, es ist das nicht wert. Oder man hat Angst vor allem zu verkaufen oder so eine Summe zu sagen, ne? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man erst, sage ich mal, 150 Euro sagt und auf einmal kommt jemand, der sagt, hey Angie, nee, sag mal 4.000 Euro, dass man dann denkt, nee, das mache ich am Anfang nicht. Da war jetzt keine irgendwelche Aussage, was Negatives von denen. Natürlich jetzt, ich hatte auch 2 Frauen, die ich gerne coachen wollte. Für die war das eigentlich zu teuer. Aber natürlich aus privaten Gründen, weil eine Scheidung gerade hat und die zweite, keine Ahnung, irgendwie vom Geschäft her, will Geschäft gründen. Dann denkst du, gut, okay, aber jetzt muss ich auch nicht mehr Preise runtergehen. Da war ich jetzt vielleicht auch zu stur oder zu stolz. Denk mir, nein, ich bleibe an meinem Preis. Und wenn es denen gut geht, dann kommen die auf mich wieder zu. Ja, ist auch ein gutes Gefühl, wenn man jetzt in so einer Situation ist wie du und das auch mal Nein sagen kann, ja. Weil so wie du es auch am Anfang gesagt hast, viele haben auch Angst, die Kunden zu verlieren, Nein zu sagen. Aber in dem Fall, wie fühlt es sich denn jetzt an, auch mal Nein gesagt zu haben? Schön und frei, muss man so sagen. Aber denkt man sich, du, habe ich nicht nötig, dass jetzt hinter dir herrenne. Wenn du was brauchst, dann musst du auf mich zukommen. Und man zieht die Familie vor. Man denkt sich, ich habe jetzt Zeit für meine Kids, Zeit für meinen Mann, Mittagessen kochen, dass die alle Punkte essen können, dass ich nicht im Stress bin. Das macht sehr viel aus. Sehr viel aus. Klar, dass viele sagen, es ist verrückt, Angie, dass du um 6 Uhr schon Kunden hast. Das sehe ich aber nicht so. Somit ist mein Tag bis um 11 Uhr morgens erledigt. Mein Bürokram, alles. Und um 10 nach 11 bin ich in der Küche und tue ich Mittagessen kochen. Und das ist gechillter. Die Familie ist entspannter und ich auch. Bin da nicht so unter dem Strom. Jetzt muss ich dahin, jetzt muss ich dahin, jetzt muss ich dahin. Aber wenn du dann um 6, 6:30 die Kunden betreust, dann vielleicht auch den zweiten Kunden, ne? Je nachdem, glaube ich, wie es da bei dir aussieht, und um 11 Uhr fertig, ist schon viel Freizeit auf einmal da. Weil ich meine, man muss jetzt, viele Frauen natürlich jetzt unter uns Fitnesstrainer, sind viele Mutis geworden. Da kommt schon dieser Stress im Kopf, wie plane ich jetzt meinen Tag, dass auch Geld reinkommt. Und wenn du einen Plan hast, ohne Plan geht nicht. Einen Plan brauchen wir alle. Und wenn du was Gutes verkaufen kannst, dann deine Kinder sind entspannt. Kinder sind nicht schlecht in der Schule, weil das ist alles Arbeit, was von uns Frauen erwartet wird. Wir müssen mithalten mit Männerwelt im Fitnesswelt, ist so, muss es auch beweisen und du musst natürlich für die Familie irgendwie auch da sein. Und also ich finde das eine psychische Erleichterung, eine Harmonie zu Hause, ist so, sagt doch mein Mann auch. Geil. Ja, ich freue mich auf jeden Fall für dich, dass das sich in diese Richtung entwickelt hat. Vielleicht so die letzte Frage, auch ein bisschen konkreter, wenn du das beantworten möchtest. Was war denn jetzt, seitdem wir zusammengekommen sind, seitdem du diese Pakete anbietest, dein höchster Monatsumsatz? Wie viel Geld konntest du bis jetzt am höchsten einmal im Monat verdienen, nur mit Fitness? Ja, muss man zusammenrechnen. was gut ist, dass die alle 5 Kunden gleichzeitig angefangen haben. Also tun die gleichzeitig auch das alles kaufen. Und jeder von denen je 4.000 Euro, dann haben wir ja halt meinen Verdienst. Cool.
Geil, das muss ich nicht sagen, können die sich selber ausrechnen, die Leute. Aber ja, freut mich extrem zu hören. Auch, dass du so entspannt jetzt bist, ne? Und wir merken ja auch selber in unseren Coachings, man fühlt sich mehr wertgeschätzt. Ne? Man gibt sich dann auch ein bisschen, ich will nicht sagen, dass man sich vorher nicht mehr Mühe gegeben hat, aber es macht einfach mehr Spaß, ne? Wenn man sich keine Sorgen machen muss, wenn man da ein bisschen mehr Freizeit hat. Kannst du das auch so bestätigen? Ja, ist es. Ich kann es bestätigen, auf jeden Fall. Ich finde nur schade, dass ich euch nicht früher kennengelernt habe und dass ich keine 25 bin. Weil wenn ich 25 wäre, brav, dann wäre die ganze Welt nur unter mir. Da würde ich, keine Ahnung, die bekannteste Fitnesstrainerin sein. Ja, aber das ist, man kann super wirklich mit euch was erreichen, ist so. Es cool. Ist hart, es kostet viel Kraft, das umzusetzen, was er natürlich auch versucht, uns beizubringen. Nicht für viele Leute ist das schwierig vom Kopf her. Und man muss auch mit sich selbst noch arbeiten. Aber das ist alles machbar, wenn man an sich glaubt. Cool. Nee. Cool. Was würdest du Leuten sagen, die noch unschlüssig sind, jetzt sich zu verändern? Ne? Einfach mal ihr ganzes Business, die Strategie umzustellen, hochpreisig zu verkaufen, 3 bis 6 Monatsangebote zu machen. Wenn die noch Angst davor haben, wie würdest du die motivieren? Warum sollen sie es trotzdem machen? Weil es echt was bringt, das verändert alles. Das verändert eigenen Charakter, man wird stärker und mutiger. Und wenn man schnell aufgibt, das ist einfach falsch. Da muss man sich einfach anders orientieren auf andere Kunden. Klar, dass man Nein kriegt, braucht man nicht reden, das ist mir schon bewusst. Aber dann muss man auch selbst überlegen, okay, ich brauche jetzt nicht irgendeine Frau zum Coachen, die gerade alleinerziehend ist, die sowieso knapp mit Geld ist. Dann brauche ich was anderes. Es klingt zwar hart, wenn man das jetzt sagt, dass die viele denken, boah, bist du egoistisch, und jetzt sagst, du willst mich coachen, weil ich kein Geld habe. Ja, aber ich muss auch meine Miete zahlen und meine ganze Kosten. Jeder denkt, auch Fitnesstrainer ist egoistisch und will nur Kohle abzocken. Falsch, weil wir haben unsere Ausgaben, wir sind selbstständig, wir brauchen Geld auch, genauso wie alle anderen. Ich würde dranbleiben. Nur dranbleiben, auch wenn es weh tut. Ja, danke dir, dass du das so siehst. Also Disziplin gehört natürlich sehr, ist ein sehr wichtiger Bestandteil in jedem Teil unseres Lebens. Ne? Ein Ziel setzen, dann in kleine Ziele unterteilen und sich einfach dran halten. Dann kommt man jeden Tag dem Ganzen auch einen Schritt näher. Und wir bekommen auch immer auch mal Nein. Ne? Und damit kann man immer noch gut leben. Ja. Man gibt ja alles, betreut die Person, berät die Person. Am Ende kann die Person ja immer selber entscheiden, möchte ich nicht. Ja. Und oft ist das sogar so, wenn sie sagt, möchte ich nicht, wenn man ihr ein gutes Gefühl in dem Verkaufsgespräch gibt, kommt sie irgendwann wieder auf dich zu und denkt an dich und dann kann man immer noch zusammenarbeiten. Finde ich auch so. Man tut sich anders entwickeln, glaube ich, wenn man dieses Nein kriegt. Dann denkt man sich, okay, was habe ich falsch gemacht? Wie kann ich das anders umsetzen? Also für mich finde ich es auch positiv. Eine weitere Entwicklung, eine neue Erfahrung ist das. Ein Nein heißt nicht Nein. Geht weiter. Man kann ja auch nur durch Fehler lernen. Ne? In dem Sinne muss man jetzt nicht sagen, dass das ein Fehler war, das Nein. Aber auch dadurch wird man ja stärker und erwachsen, weil man weiß, es geht weiter und man kann es ja auch nicht jedem recht machen. Ne? Der Vorteil ja auch jetzt bei deinem Kundenstamm ist, dass sie die ähnlichen Probleme haben, Unternehmer, wenig Zeit, Stress, Familie. Und dann musst du auch nur dieselben Probleme lösen. Also hast sogar für dich weniger Stress, weil du kannst dieselben Techniken anwenden und brauchst dann nicht 10 verschiedene Lösungen für jeden was anderes zu machen. Na. Es ist natürlich einfacher, einen Kundenkreis zu haben. Die sind alle so wie ich, verheiratet und auch alle Väter. Natürlich, dass es für mich einfacher ist, reinzugehen. Ich kann verstehen, wie es denen geht als Männer, aber ich kann auch verstehen, was die Ehefrauen bei denen durchmachen. Dann kann ich das alles in einem Kreis betreuen. Nee, das ist auch schlau. Also ich finde das auch sehr gut. Vielleicht, ich weiß nicht, ob die Leute das auch verstehen, deswegen betone ich das hier nochmal an der Stelle. Deine Zielgruppe sind ja nicht nur Unternehmer,
sondern sie haben ja sogar noch Familie. Genau. Das heißt, wenn man sich hier so gut positioniert, hat man dann auch natürlich viel mehr Vorteil, wenn man noch gezielter die Zielgruppe ansprechen kann. Und wenn man noch eine eigene Familie hat, dann die Erfahrung mit den Kindern, weiß man natürlich sehr, sehr gut, wie man da den Menschen helfen kann, da rauszukommen und wieder glücklichere Familiengefühle zu haben, Familien zusammen sein. Weil drum, bei euch vielleicht verstehen viele jetzt nicht, weil ihr sagt immer bei unserer Master-Level Zielgruppe und viele kommen damit nicht klar. Okay, wenn du jetzt so fragst, okay, was ist deine Zielgruppe? Natürlich, da kommt schon immer bei Menschen so diese Gesichtsausdrücke, boah, Zielgruppe, okay, die Frauen vielleicht zwischen 30, 35, okay, oh, dann merkst du schon Unsicherheit bei diesen Antworten. Und bei mir war das schon klar, ich brauche jemanden, der so ist wie ich. Und das war zum Glück jetzt so ein Fall. Man kann anders an die Leute rangehen, wenn man so ähnlich ist wie die. Da stimme ich dir komplett zu. Vor allem, wenn man dann mit Menschen zusammenarbeitet, mit denen man auch gerne zusammenarbeitet, ist das ja auch nochmal ein ganz anderes Gefühl, als wenn man immer mit Menschen zusammenarbeiten muss. Ja, das passt mir nicht, die Person passt mir nicht, die Werte passen vielleicht auch nicht. Und daher finde ich es gut, dass du da auch diesen Weg gefunden hast. Und das ist ja nicht nur, es ist ja eigentlich nicht mehr deine Zielgruppe, sondern schon fast dein Traumkunde, so kann man sagen, deine Traumkunde. Muss man so sagen, Ist ja auch nochmal für mich zumindest nochmal ein Unterschied. Klar, man könnte genau dasselbe verstehen, aber ein Traumkunde ist wirklich jemand, der wirklich dieselben Probleme hat, du dieselben Lösungen anbieten kannst, der ähnliche Werte hat, ähnliche Charakterzüge, Eigenschaften, vielleicht sogar dieselben Hobbys, ne, in der Natur, wandern. Ja. Die machen das ja gerne, dass sie bei dir, glaube ich, in der Natur meditieren. Genau. Und deswegen ist das, kann man jetzt nachvollziehen, auch wenn es jetzt von außen betrachtet vielleicht doch nicht so klar klingt, aber jetzt nach dem Interview wird es immer klarer, was deine Traumkunden sind, warum es so wichtig ist, einen Traumkunden zu haben und was alles dahinter steckt eigentlich. Ja. Wir sind jetzt einfach nicht nur Unternehmer mit 40 Jahren, sondern da spielt schon eine andere Sache noch, auch nur eine große Rolle mit. Ist es. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn dich ein Kunde anruft und der nervt dich. Weißt du, und dann, wenn man irgendwas verkauft und sagst, du kannst mich immer erreichen, ich bin für dich da und du haust drauf, hoffentlich ruft er mich nie an, dass das alles durchzieht. Das ist das Allerschlimmste. Und drum jetzt bei diesem Kunden, was man da jetzt hat, das ist mir egal, ob die um 10 Uhr abends anrufen und sagen, ich habe Muskelkater, ich kann kaum schlafen, dann gebe ich ihm Tipps gegen Muskelkater, lieben gerne. Mhm. Und das ist der Vorteil Traumkunde. Cool. Und das macht auch Spaß. Cool, Angie. Danke dir für das Interview. Hat mir Spaß gemacht. Danke, dass du da so offen auf die Fragen geantwortet hast. Wünsche natürlich weiterhin viel Erfolg. Hey, und wenn du auch möchtest, dass deine Trainerselbstständigkeit endlich so funktioniert, wie du es dir auch erträumt und erwünscht hast, oder wenn du gerade in deiner Trainerselbstständigkeit bist und weißt nicht, wo du anfangen sollst, du einfach irgendwie verzweifelst, nicht weiter weißt, dann erst recht, buch dir hier unten in der Beschreibung einen Termin mit mir beziehungsweise einem Member aus meinem Expertenteam und gemeinsam erarbeiten wir wirklich eine Strategie, die für dich funktionieren kann und die für dich greifbar ist. Das ist ganz wichtig. Also wir sollten natürlich nicht nur an diese Strategie glauben, sondern ganz wichtig, du musst auch daran glauben. Und alleine deswegen lohnt sich so ein Expertengespräch. Du bekommst dann so viele Insights und wertvolle Tipps, damit du auch wirklich vorankommst. Wir helfen dir, deine Fehler zu vermeiden und gemeinsam schaffen wir es dann, deine Ziele zu erreichen. Ich freue mich. Bis dann. Peace. 5, 6, 7, 8.